Es bleiben vorerst zaghafte Schritte zurück zu einem Alltag, wie wir ihn kannten. Die Welt der Kultur, sie dreht sich zwar nach langen Monaten des Darbens wieder, doch sie strahlt noch nicht so wie einst. Viele Musikerinnen und Musiker haben erneut ihre geplanten Tourneen abgesagt. Und die Konzerte, die stattfinden, müssen mühsam auf Regeln abgestimmt werden, die zudem nicht überall gleich sind. Andreas König war für seine Mittendrin-Reportage in einem Club in Berlin und er traf auf eine Musikszene, die zwar beglückt wieder loslegt und dennoch mit den Spuren von Corona zu kämpfen hat. Berlin, einen wunderschönen guten Abend, hey! Endlich wieder auf der Bühne stehen, live und das Publikum spüren. Seit Anfang Oktober sind die Musiker der Band Please Madam aus Österreich wieder in den Clubs unterwegs. Zuvor am Nachmittag bei der Ankunft in Berlin. Begrüßung durch den hiesigen Veranstalter. Man kennt sich, so ist das Konzert zustande gekommen. Das Badehaus ist eine Station auf der Tour durch Deutschland und Österreich. Die war eigentlich für das vergangene Jahr geplant. Wir waren halt so wirklich mit einem Drive drin, Album und Tour, und es war alles so der große Plan, und wir machen das ja auch nicht seit gestern, und wir waren so auf diesem wirklich ICE sind wir gefahren, und plötzlich war so der Stecker, und unser erstes Skype-Meeting da miteinander war so, hey, was machen wir jetzt wirklich? Es ist schon sehr schön, dass man endlich wieder in Clubs stehen kann und auch da wieder soundchecken kann, weil da kommen wir her und da leben wir auch ein bisschen. Seit gut einem Monat versucht Attila Kiss auch wieder in so etwas wie Cluballtag zurückzufinden. Er betreibt das Badehaus seit 10 Jahren. Corona-Beschränkungen und Personalmangel machen die Neustadt für den Ungarn schwierig. Während der Zwangspause hat sich ein Drittel des Personals etwas anderes suchen müssen. Ich muss manchmal sagen, dass ich nicht genug Leute habe und ich kann nicht alle Shows machen. Ich hoffe, dass es nicht mehr lange dauert, dass wir das manchmal sagen müssen. Das Konzert von Please Madam ist als 2G-Veranstaltung geplant. In den Club dürfen nur Geimpfte und Genesene. Drinnen sind dann Maskenpflicht und Abstandsregeln aufgehoben. Anders als bei 3G, wenn auch lediglich Getestete Zutritt erhalten. Dass sie die Entscheidung treffen müssen, ob 2 oder 3G, da tun sich viele Clubs und Veranstalter schwer. Es ist eine Abwägungssache. In dem Fall, man entscheidet sich von Fall zu Fall mit dem kompletten Team, was für dieses Konzert für uns alle das Beste ist. Nicht normal ist, dass der Einlass immer länger dauert, dass man sich einscannen muss, dass manchmal Leute nicht sehen, was die Regeln sind. Und dann sind sie enttäuscht. Und wir auch natürlich, weil wir würden gerne jeden willkommen hier. Aber ja, also das ist nicht normal. Es ist so gut, endlich wieder da zu sein. Ja. Doch die Euphorie, wieder Konzerte veranstalten und besuchen zu können, lässt Zweifel in den Hintergrund rücken. Auch bei David und Sebastian. Es ist ihr erster Konzertbesuch seit Corona. Man hat schon nachgedacht, ob man jetzt wirklich herkommen will. Aber dadurch, dass jetzt schon vergleichsweise viel Zeit vergangen ist, hat das schon überwogen, dass man jetzt sagt, okay, man kommt doch mal wieder her. Nach 1,5 Stunden und 2 Zugaben genießt Please Madam den Applaus. Für die 4 Musiker ein mehr als gelungener Abend. Während dieser Show, glaube ich, denkt zumindest einmal 1,5 Stunden lang keiner an Corona. Ein Gefühl, das wohl mindestens noch 2 Wochen anhält. Dann endet die Tour zu Hause in Salzburg. Und über die erst langsam wieder auflebende Musikszene will ich gleich sprechen mit einem, der in der Pandemie musikalisch nach Antworten suchte auf die Zeit, in der alles stillstand. Der Singer-Songwriter Clüso ist heute zu Gast im Studio. Kathi Obermann mit einem kleinen Porträt über einen besonderen Bauch- und Kopfkünstler. Friseur ist er nicht geworden, der Mann aus Erfurt, der das Understatement liebt. Aber sein Image als Junge von nebenan gefällt ihm. Er sei einer, der sich treiben lässt, sagt er, vom Leben. Das ist nach ein paar holprigen Starts offenbar ziemlich gut mit ihm meint. Die Frisierschere hat Clüso jedenfalls schon vor 20 Jahren an den Nagel gehängt. Wobei... Einen Versorgen kann ich auf jeden Fall. Einen Herrenschnitt würde ich im Schlaf können. Ich hatte einen sehr strengen Meister. Ich habe das gut gelernt. Inzwischen aber legen andere Hand an. Und er? Wir sind zusammen groß, wir sind zusammen eins. Er darf einfach erfolgreich sein. Komponieren, texten, Hits liefern. Und manchmal auch erfolgreich covern. Immer bin ich dir irgendwie hinterhergefahren. Die Arbeit mit musikalischen Freundinnen und Freunden ist längst zum festen Bestandteil von Clüsos Kunst geworden. Ein 1000 Alben hat er produziert
Und auch auf dem Neuen macht er Platz für andere. Frei nach dem Motto, nicht ich, sondern wir sind zurück. Willkommen im Tagesthemenstudio. Clouseau. Es freut mich sehr, es ist mir eine Ehre. Zurück auf der Erde, heißt es dann weiter in dem Song. Sind Sie als Sänger wieder richtig zurück auf Ihrem Planeten? Also in, quasi was die Musik angeht und Konzerte. Mhm. Ich würde sagen, es ist noch ein langer Weg, bis wir wieder da sind, wo wir mal waren. So, mir als Musiker ging es gut in der Zeit. Ich kam irgendwie über die Runden, würde ich sagen, aber es dauert noch. Also es gibt Live-Konzerte, die wir jetzt spielen, die auch voll sind, draußen vor allen Dingen. Sie haben im Sommer schon ein paar Konzerte gespielt, ne? So, zum Teil vor Hunderttausenden Leuten, also vor Hunderten oder Tausenden. Ja, wir haben ja vor einigen Tausend Leuten gespielt. Das war krass, erstmal so das Feeling wieder zu haben. War sehr, sehr seltsam, ein bisschen komisch irgendwie auch. Was geil war, war der Bass auf der Bühne. Das habe ich nicht gewusst, dass ich das wirklich vermisse. Der Bass auf der Bühne und natürlich der Applaus, eine Resonanz von den Leuten. Aber es gibt immer wieder Euphorien und dann bricht es auch manchmal wieder ein mit den Karten zum Beispiel in Hallen. Mhm. Da zuckt es noch nicht so richtig und das ist natürlich schade für die ganze Kulturbranche. Wie haben Sie das Publikum erlebt? Sehr euphorisch. Also doch vorsichtig, aber euphorisch. Und es ging den Leuten genauso wie uns. Es ist eine seltsame Situation. Man ist ein bisschen unbeholfen erstmal mit der Situation. Aber alle hatten Bock, so erstmal, zumindest auf den Live-Konzerten, die wir hatten. Wird es einem bewusst, wie still es vorher war? Ja, weil es ist, also mir als Live-Musiker hat das total gefehlt, so eine Resonanz vom Publikum. Es gab ja auch Künstler, die Kabarett oder Comedy machen, die quasi gar nicht die Möglichkeit hatten, wie ich, viel mit Lärm wegzumachen, die wirklich die Interaktion brauchten. Es gibt auch Künstler, die Konzerte abgesagt haben, Helge Schneider zum Beispiel. Mhm. Habe ich total verstanden, aus seiner Sicht, weil er die Resonanz brauchte. So. Mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass mir der Applaus gefehlt hat und das Mitsingen. Und das ändert auch die Setlist auf der Bühne, so, das ändert alles. Immerhin gibt es Konzerte jetzt wieder und Veranstalter können für sich entscheiden, ob sie nur Genesene und Geimpfte oder auch Getestete reinlassen. Wie würden Sie das entscheiden? Also sehr ambivalent. Ich muss sagen, einerseits, ich will nicht, dass die Leute krank werden. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Idee von Kunst und Musik ist doch, dass alle kommen. Dass jeder kommen kann, dass die für alle zugänglich sind. Das heißt, eigentlich sollte überall 3G gelten. Ja, irgendwie ist es sehr schwer, uns die Karte zuzuschieben, dass man als Künstler quasi die Entscheidung treffen muss. Und dann ist es auch ein bisschen sehr schwierig, weil wir in jedem Bundesland eine andere Regelung haben. Mhm. Und wenn man eine Tour plant und dann bin ich als Musiker plötzlich der Veranstalter durchgehend, dann ist es sehr, sehr schwierig. Und ich habe mit vielen Künstlern gesprochen, mit vielen Leuten aus der Kulturbranche, die Unsicherheit einerseits, ob die Konzerte voll sind, weil man ja mit einer Vollauslastung planen muss, weil es ja auf Kosten spielig ist alles. Und dann auf der anderen Seite die ganzen Vorgaben, die so unterschiedlich sind. Das macht einen echt kirre. Was wäre denn dann der richtige Weg, wenn man das nicht bei den Veranstaltern lassen sollte? Sollte die Politik festlegen, dass bundesweit 3G gilt? Oder was wäre am besten? Ich weiß es nicht so genau. Also wie gesagt, es gibt für beide Seiten gibt es quasi Argumente. Ich bin so ein bisschen dafür, wer bin ich, dass ich den Leuten vorschreiben soll, wer kommen soll und wer nicht. Mhm. Aber ich will auch nicht, dass die Leute krank werden auf meinen Konzerten. So. Mhm. Wenn die Regierung zu viel vorschreibt, dann finden das auch immer nicht alle toll. Es gibt einige Kollegen, vor allem Schauspielerinnen und Regisseure, die haben vor geraumer Zeit mitten in der Pandemie sich mal bemerkbar gemacht mit Internetvideos, in denen die Corona-Maßnahmen drastisch kritisiert wurden. Hatten Sie Verständnis dafür? Ich habe es nicht kapiert. Vielleicht hätte man dazu so einen kleinen Beipackzettel liefern müssen. Es ist einfach nicht, ich habe es einfach nicht verstanden. Sie wollten da mit extremer Ironie die Corona-Maßnahmen kritisieren. Das ist bei mir nicht so angekommen, ehrlich gesagt. Und vielleicht ist es auch nicht so schlau gewesen, weil einfach, das ist ein sensibles Thema, man muss es auch sensibel behandeln. Und dahinter steckt ja auch eine gewisse Logik. Keiner hat Bock drauf, ist ja völlig logisch. Also so, keiner hat Bock, eine Maske zu tragen. Wer hat denn da Bock drauf? So, wir machen das aus einem bestimmten Grund so. Andererseits bin ich Musiker und ich bin auch nicht der Typ, der immer sofort überall draufhaut, wenn einer mal Blödsinn labert oder irgendwas macht. Oder Künstler allgemein Probleme mit Autoritäten haben oder in ihrer Biografie, dass sich eigentlich so durchzieht, dann bin ich nicht der, der sofort draufhaut. So, ich fand es nicht schlau. Sie haben zu Beginn der Pandemie im März 2020 sich engagiert in einer Kampagne des Bundesgesundheitsministeriums. Hashtag Wir bleiben zu Hause. Waren Sie denn seither damit zufrieden, was die Regierung gemacht hat?
Jein. Es ist, glaube ich, so erstmal so von Mensch zu Mensch fehlt mir manchmal, dass wirklich dass man so eine langfristige Planungssicherheit hat irgendwie so. Gerade in dem Bereich, aus dem ich komme, wo ich für viele Leute sprechen muss, die einfach ihre Jobs dort haben. So, das fängt beim Busfahrer an und hört quasi bei den Leuten an der Bar auf. Und da ist es sehr, sehr schwierig, wenn man am Anfang hört, dass man nicht systemrelevant ist. Das ist schon ein harter Schlag, weil ich habe natürlich ein ganz anderes Bild von Kultur und Kunst. Und dass es so überall anders ist, das nervt mich ein bisschen. So. Mhm. Es gab ja schon finanzielle Unterstützung auch für Kulturschaffende. Das hat dann aber in Ihrer Wahrnehmung nicht gereicht. Zumindest, wenn ich mich mit den Leuten unterhalte, hat es nicht ganz gereicht. Es hat geholfen. Es kam sehr, sehr spät und auch sehr undurchsichtig, wann, zu welchem Zeitpunkt, wann das Günstige ist, da die Ohren offen zu haben. Und man musste ja auch ein bisschen darauf zugehen einfach und was für machen. Ich fand das ein bisschen zu spät. So, also ich kenne sehr viele Leute, die gewechselt sind aus der Branche und die wahrscheinlich auch nicht mehr zurückkommen. Und finde ich sehr schade so. Was ist mit denen, die bei Ihnen hinter der Bühne arbeiten, wenn Sie jetzt wieder auf Tour gehen wollen? Wissen Sie ja noch nicht, Sie werden vielleicht absagen, haben Sie mir erzählt? Ich weiß es gerade nicht, weil es eben mit den Auflagen so heftig ist und ich auch nicht genau weiß. Und man merkt auch, dass, wie gesagt, das mit den Tickets ein bisschen stagniert. Ja. Ich habe eine Tour-Ausfallgage gezahlt für die Musiker. Mhm. Die haben sich sehr gefreut, weil sie in erster Linie mit dem Geld und mit der Tour gerechnet haben. Da geht mal ein Auto kaputt und man plant, dass man das mit der Tour wieder reinholt. Deswegen haben wir denen geholfen. Und wir haben ein Konzert gespielt für die Helfer, für die Roadies und für die Techniker, dass sie auch was haben. Da haben sogar zwei Leute das Geld zurückgegeben und gesagt, Klüsen, ich komme klar. Mhm. Vielen Dank. Fand ich auch cool. Aber die anderen haben es natürlich genommen, die es gebraucht haben. In der Zeit, in der Sie nicht auftreten konnten, haben Sie ein neues Album gemacht. Und da geht es interessanterweise vor allem oder sehr viel ums Feiern, ums Tanzen, ums Reisen, ums Unterwegssein. Also all das, was wir eigentlich nicht tun konnten. Wahrscheinlich ist das so. Dass, mit Sehnsucht ist das halt so. Das ist wie so ein Schallloch von der Gitarre. Also es schwingt halt mit und ich hatte total Bock auf Energie. Ich war bei Produzenten, habe immer ein Instrumental gewählt, wo ich gesagt habe, lass uns was machen, was Energie hat. Auch wenn die Feature-Gäste im Studio waren, Andreas Burani oder Bowser und Bossa, die hatten alle Bock auf Energie. Und das hat alles ein bisschen Fernweh auch und eine Grundenergie. Und wann schreibt Clouseau einen Song zu Ehren von Inspektor Clouseau? Da kommt der Name über den rosa-roten Panther. Den habe ich wirklich von Inspektor Clouseau bekommen, von den alten Peter Sellers-Filmen, weil ich sehr tollpatschig bin. Es ist gut, dass hier keine Getränke stehen. habe den Namen bekommen und angenommen. Ich habe den nur anders geschrieben einfach. So. Ja, ich war und gibt es mal einen Song über den? Eigentlich nicht. Ich wollte immer mein eigener Clouseau sein. Das hoffen wir sehr und bedanken uns ganz herzlich für den Besuch im Studio, Clouseau. Dankeschön.